Liebe Gemeinde, liebe Freunde, das Leben steckt voller Herausforderungen. Oft sind sie viele und auch vielfältig. Wird das Geld reichen? Wie wird die Gasrechnung ausfallen dieses Jahr oder nächstes Jahr? Werde ich diesen Winter frieren müssen? Werde ich wieder gesund? Wird es Krieg geben bei uns? Was wird aus meinen Verwandten im Iran? Was wird aus der Protestbewegung im Iran? Werde ich meine viele Arbeit schaffen? Wird mein Partner bei mir bleiben? Viele, viele Fragen. Jeden bewegen manche davon. Viele, viele Probleme. Was ist deine größte Herausforderung, der du dich momentan stellen musst? Die Bibel gibt keine einfachen Rezepte, die wir nur befolgen müssen, damit auf einmal alles einfach wird und wir ganz locker im Leben klarkommen. Die Bibel gibt uns mehr als das. Sie gibt uns eine Person, Jesus Christus. Die Bibel ist eine immerwährende Einladung, diesen Jesus kennenzulernen, diesem Jesus zu begegnen, von diesem Jesus zu empfangen. Das ist die Bibel. Er ist ein wunderbarer Helfer in allen Herausforderungen unseres Lebens. Das wusste auch schon der König David und hat in Psalm 23 davon erzählt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zum stillen Wasser. Er erfrischt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandern muss im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn ewiglich. Viele von euch kennen diesen Text, manche sogar auswendig. Ich habe entdeckt bei der Vorbereitung, dass man diesen Text auch im Stenogrammstil oder in Kurzform, Stichwortform aufsagen kann. Und zwar nur mit dem Anfangsbuchstaben F, merkwürdig nicht. Mal sehen, ob du den Psalm 23 jetzt noch wiedererkennst. Erster Teil übersetzt heißt er fantastisch, Futter, Frische, Freiheit, Führung. Der zweite Teil heißt als Überschrift Furcht, Finsternis, Fremde, Feinde, Frösteln. Die Überschrift des dritten Teils: Feiern, Freunde, Familie, Freude, Friede. Fantastisch! Vielleicht habt ihr ihn wiedererkannt. Warum ist dieser Psalm, wie man ihn auch aufsagt, in Kurzform oder in Original, so ein Meisterwerk der Dichtkunst? Jetzt wirst du sagen, weil der König David eben so ein begnadeter Liederdichter war. Ja, das war er, einerseits. Aber was viel wichtiger ist, er war selber in Person ein Schaf und ein Hirte. In seiner Jugend
hatte er für seinen Vater Esau die Schafe gehütet. Er konnte sich also nicht nur in die Rolle des Hirten, so vielleicht wie du oder wie ich, in die Rolle hineinversetzen. Er lebte diese Rolle. Er war Hirte. Und in einer zweiten Phase seines Lebens war er als berufener König einerseits und andererseits war er ein Outlaw, Flüchtling vor dem König Saul, hatte viele Feinde, musste sich verstecken, war mit zwielichtigen Gestalten unterwegs, weil er keine anderen fand, weil er keine anderen Freunde mehr fand. Um eine Überlebenschance zu haben gegen diesen übermächtigen Feind, David fühlte sich damals wie ein Schaf, wehrlos, hilfsbedürftig, bedroht. Der berühmte Maler Peter Bruegel, 1525 bis 1569, wurde der Bauern Bruegel genannt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, weil er eben aus einer Bauernfamilie stammte und weil viele seiner Bilder diese wunderschönen Dorf- und Bauer-, also landwirtschaftliche Szenen gezeigt hat. Als er als Künstler weltberühmt war, wurde er auf eine große und vornehme Festlichkeit in Brüssel eingeladen und dort von einem Adeligen ganz spöttisch gefragt: Herr Bruegel, tut es Ihnen nicht manchmal weh, dass Sie so eine entsetzliche Jugendzeit erleben mussten? Ich hörte nämlich, dass Sie Jahre hindurch nur stumpfsinnige Schafe hüten mussten. Bruegel überlegt einen Moment, dann sah er den Spötter scharf an und sagte: Wissen Sie, bei den Schafen, da lernt man einiges fürs Leben. Und vor allem erkenne ich seitdem jeden Schafskopf auf den ersten Blick. Das war eine gute Antwort. Wer möchte schon ein Schafskopf sein? Und doch steckt hinter dieser abschätzigen Bewertung der Schafe ein großer Irrtum. Denn bei den Schafen lernt man etwas sehr Wichtiges über das Leben. Leben ist abhängig sein. Leben ist angewiesen sein. Leben ist Kommunikation und Verbundenheit. Alle anderen Tiere sind auf den ersten Blick besser dran als die Schafe. Der Löwe hat seine Kraft, der Gepard seine Geschwindigkeit, das ist der Ferrari der Natur sozusagen. Der Hirsch hat sein Geweih, die Schlange hat ihren Giftzahn und der Igel hat seine Stacheln. Alle können angreifen, alle können sich verteidigen. All das hat das Schaf nicht. Darum gilt es als dumm, schwach und minderwertig. Boah, wenn man sich jetzt überlegt, dass wir in der Bibel oft als Schafe bezeichnet werden. Boah. Als alles das gilt es, aber es ist besser dran als alle anderen Tiere. Denn es hat einen Hirten, der für es sorgt, der für es handelt, der das Schaf begleitet, der das Schaf auch schützt. Schafe müssen nicht selber kämpfen. Sie werden gehütet, sie werden versorgt. Sie werden gepflegt, sie werden geweidet, sie werden bewacht und sie werden geliebt. Jesus ist unser guter Hirte. Er kennt jedes einzelne Schaf. Er trägt die Kleinen und er leitet die Großen. Er versorgt die Kranken und hilft den Müden. Wohl dem, der Jesus, der diesen guten Hirten hat. Kannst du das auch persönlich bekennen? Jesus Christus ist mein guter Hirte. Weil Jesus mein guter Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Wirklich nichts? Gar nichts? Niemals? Manchmal fühle ich trotzdem Mangel. Manchmal fehlt mir etwas so sehr, dass ich leide und der Mangel bleibt. Auch du, David, du hast doch so viel Mangel erlebt, wenn ich dran denke, wenn ich davon lese, wie du auf der Flucht warst,
Wie ein Ausgestoßener, wie ein Bettler musstest du leben. War das nicht Mangel? Und du sagst, mir wird nichts mangeln? Merkwürdig. Oder bedeutet dieser Satz am Ende nicht, dass ich naturwissenschaftlich gemessen genau nachweisen kann, mein Glas ist zu 100% gefüllt. Ich habe es gemessen, ich habe es gezählt, ich habe es gewogen. 0, nichts fehlt. Meint es nicht vielmehr, dass ich mit Sehnsucht nach einer geliebten Person Ausschau halte, nach meinem guten Hirten Jesus, der mich lieb hat, der sein Leben gab, der am Kreuz gestorben ist für seine Leute, für dich und für mich, der mir nichts vorenthält, was ich zum tiefsten Glück brauche, der meine Gedanken oft zur Ewigkeit lenkt, der mir auch manchmal zumutet, auf Dinge warten zu müssen, mir zumutet, Dinge überhaupt nicht zu erhalten, damit mein Kopf wieder in die richtige Richtung gelenkt wird, wieder frei wird, der mir zumutet, mich mit manchem auch zufrieden zu geben. Nach diesem Jesus, der mich so sehr liebt, dass er für mich auf Golgatha an das Kreuz ging. So sehr liebt dich Jesus, dass er auf Golgatha für dich an das Kreuz ging. Nach diesem Jesus, um meinen Mangel an Gottes, der meinen Mangel an Gottes Nähe, an Gottes Frieden, an Reinheit, an Wahrheit, an Gerechtigkeit ausgleicht. Nach diesem Jesus möchte ich ausschauen. Dieser Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich, er führt mich, er erfrischt mich, er leitet mich. Fantastisch, Futter, Frische, Freiheit, Führung. Moment, Freiheit und Führung. Das ist auch so ein Thema, das wäre ein Thema für sich. Ist das nicht ein Widerspruch zwischen unserem Freiheitswillen und unserer Führungssehnsucht? Das ist eine Spannung. Also beides habe ich bei mir festgestellt. Ich möchte frei sein. Ich möchte nicht bevormundet werden. Und bei Jesus finde ich diese Freiheit. Ich möchte aber auch geführt werden. Ich habe es satt, mich immer wieder in die falsche Richtung zu bewegen, mich immer wieder zu verrennen, das Falsche zu tun, mich zu verlaufen, mich zu verlieren. Nicht umsonst hat Jesus die Geschichte vom verlorenen Schaf erzählt. Es ist unsere Geschichte. Bei Jesus finde ich beides, Freiheit und Führung. Er liebt mich doch so sehr. Ich hoffe, wenn ihr nach Hause geht und habt von der Predigt überhaupt nichts behalten, dass ihr diesen Gedanken doch, dass der in euch bleibt, dass Jesus euch so sehr liebt und meint und kennt, weil er euch kennt und liebt, wird er euch niemals Dinge auferlegen, die nicht letztlich gut für euch sind. Dass ihr dieses Vertrauen mitnehmt. Jesus wird mir das geben, was ich im tiefsten brauche, egal wie mein Leben im Moment aussieht. Er liebt mich doch so sehr. Wir machen uns gar keinen Begriff, wie sehr Jesus uns liebt. Hier unten. Oben, das darf ich euch versprechen, oben werden wir es einmal sehen. Das war fantastisch. Jetzt kommt der zweite Teil. Furcht. Die 9-jährige Bärbel verbrachte das Wochenende bei Tante und Onkel. Die Tante hatte mit ihr abends gebetet, ihr gute Nachtkuss gegeben. Und jetzt schlief das Kind. Oder eine Weile später geht die Tante noch einmal an dem Zimmer vorbei und stutzt. Hört sie da nicht ein leises Schluchzen?
Vorsichtig öffnet sie die Tür. Da sieht sie, dass das Kind herzzerbrechend weint. Was ist denn, Bärbel? Fragt die Tante. Ich fürchte mich so vor dem Dunkeln, erklärt das Kind ihr. Aber Bärbel, versucht die Tante zu trösten. Bärbel, zu Hause schläfst du doch auch im Dunkeln. Ja, sagt das Kind, aber dort ist mein Dunkel, das ich kenne. Ihr Dunkel war ein anderes. Die Dunkelheit in ihrem eigenen Zimmer hatte nichts Furchterregendes, denn sie wusste ja, bei Licht sitzt da die Puppe und da steht der Teddy und da ist ihre Schaukel und da ihre Spielzeugkiste. Das war im Dunkeln noch da und umgab sie in der Nacht genauso wie am Tag. Das hier war aber eine fremde und deswegen bedrohliche Dunkelheit für Bärbel. Keinem Christen bleibt eine solche Dunkelheit auf dem Lebensweg erspart. Aber auch wenn es Nacht um ihn wird und wenn es nicht mehr sein Dunkel ist, sondern ein ganz schreckliches und fremdes, bleibt ihm doch die Gewissheit. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Es ist eine Dunkelheit, in der er erkennen darf, der Herr ist mit darin. Der Herr ist mit in dieser Dunkelheit. Das ist das Wunderbare. Das hat auch David in seinem ganzen Outlaw-ausgestoßenen Schicksal erlebt. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wie war das mit dem Stecken und dem Stab? Im Dunkeln, in der Bedrohung halfen dem Hirten zwei Werkzeuge bei der Arbeit. Der Stecken, mit dem man aus dem Hinterhalt kommende Tiere, Feinde, zum Beispiel den Wolf, zurückschlagen konnte. Und der Stab, den man wie einen Blindenstock tastend verwenden konnte. Das war ja kein asphaltierter Weg damals für die Hirten. Das war ja Geröll und dürft ihr euch schon ganz wild vorstellen. Wo man also wie mit einem Blindenstock, wenn es dunkel wird, wenn es dämmerte im Dunkeln, damit man in keine Schlucht oder sonst wohin stürzte. Dieses Werkzeug hatte nicht das Schaf, sondern der Hirte. Ganz wichtig. Stecken und Stab, damit kann das ist nicht in den Händen des Schafes. Wir würden so gerne selber diese Werkzeuge in Händen halten. Schon kleine Kinder im Kindergottesdienst oder zu Hause sagen es schon sehr früh, selber machen. Schon die quengeln und wir kennen das. Man möchte immer selber machen. Aber es ist eben der Hirte, der dem Schaf helfen muss. Und es ist so schön, dass er das tut und gleichzeitig so schwer für uns stolze Menschenkinder. Ich glaube, das ist überhaupt das größte Hindernis, um Christ zu werden, um zu Jesus zu gehen. Nicht, dass man manches nicht verstanden hat oder dass der andere Christ einen so komisch anguckt oder dass es in der Gemeinde so langweilig ist. Ich glaube, das ist das größte Hindernis, dass ich Hilfsbedürftigkeit nicht gerne zugebe. Selber machen, hilfsbedürftig sein, Hilfe annehmen, Hilfsbedürftigkeit zugeben. Wir singen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, aber wir wollen selber die Sieger sein, es ohne Jesus schaffen. Das klappt nicht, das muss schief gehen. Nicht das Schaf hat den Stecken und den Stab, sondern der Hirte. Nicht das Schaf hat diese Werkzeuge, die es retten könnten. An Jesus dürfen und müssen wir uns festhalten. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Stab, der in der Finsternis tastenden Orientierung schenkt. Er freut sich, wenn wir sagen, Jesus, genau dich brauche ich. Du bist mein Schutz vor dem Bösen. Du bist Erlösung von mir selbst. Du bist Licht in meinem Dunkel
meines unklaren Weges. Jesus freut sich so sehr, egal was mir gerade Angst macht, wenn ich bedürftig wie ein Schaf vor ihm stehe. Wie bewegt David ist von diesem Trost, den Gott, der gute Hirte, ihm gibt, kannst du daran erkennen, dass in diesem Gedicht der zweite Teil auf einmal umschwenkt. Im ersten Teil wird immer gesagt, der gute Hirte, er. Und auf einmal jetzt in der Dunkelheit, du. Du bist bei mir. Auf einmal wechselt er zum Du, weil er so bewegt ist von dieser Liebe und von dieser Nähe und von diesem Herrn. Der Hirte, der Herr, er sagt auf einmal, von ihm ist auf einmal gesagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Wunderbar. Wollen wir das auch erleben? Wir können es, wenn wir uns genau wie David Jesus persönlich zuwenden und sagen, du Jesus, du bist wunderbar, deine Hilfe ist wunderbar, hier gebe ich dir meine Sorgen, meine Angst, meine Not, meine innere Dunkelheit. Ich gebe dir das alles und ich danke dir, dass du mein guter Hirte wirst. Das war Furcht. Jetzt kommt der dritte und letzte Teil, Feiern. David ist jetzt voll in seiner Lebenswirklichkeit angekommen. Das Bild des Schafes aus dem ersten Teil wird nun zu seiner Erfahrung als Mensch. Aus den grünen Auen mit dem frischen Gras wird auf einmal ein Tisch, an dem der Mensch David sitzt, als Gast an Gottes Tisch. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da klingt am Ende das finstere Tal wieder an, durch das das Schaf im Mittelteil ziehen musste. Er führt mich zum frischen Wasser, daraus wird mein Becher, der fließt über. Gott ist ein wunderbarer Gastgeber, der nicht geizig ist. Lieber macht er eine Sauerei am Tisch mit einem überfließenden Weinbecher, als dass sein Gast irgendwie noch durstig bleibt. Mir wird nichts mangeln, klingt hier wieder aus dem ersten Vers an. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, eine Geste der Erfrischung. Das gibt's heute nicht mehr. Was macht ihr, wenn ihr einen Gast begrüßt? Darf er erstmal seine Jacke ausziehen und wird gefragt, ob er ein Glas Wasser haben möchte. Damals hat man erst einmal zur Erfrischung Öl auf den Kopf geschmiert. Jesus und sein Vater sind der perfekte Gastgeber. Der Psalm 23 endet mit dem Thema nach Hause kommen. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer. So übersetzt Luther. Das ist ein wunderbares Versprechen. Das ist eine Seite, die wir nicht missen dürfen in unseren Überlegungen. Auch wenn uns unsere irdischen Sorgen, wenn die Geschwister aus dem Iran sich gerade jetzt in den Osten gucken und sich viele Sorgen und Gedanken machen um ihre Angehörigen, das ist alles wichtig. Und das ist gut, wenn man etwas tut, wenn man betet, wenn man demonstriert. Aber in all dem dürfen wir nie vergessen, es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel. Und das ist unsere Heimat im Himmel. Eine wunderbare Verheißung, am Tisch des Herrn zu sitzen, seine Nähe und Zuwendung genießen, für immer nach Hause kommen.